bleiben die? Altmodisch. Mom? Dad? Jemand da? Juhu! Die sind wohl abgehauen. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Na gut. Aber nur das eine. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay. Oh, cool. Sam und Sally kommen zu Besuch. Diese zwei. Na bitte. Hey. Weg ist sie. Ein perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Wow. Das wurde toll gesäubert. Du hast es rausgefunden.
Was bewahrst du hier auf? Wie albern. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel? Keine Chance. Einfach keine Chance. Wow. Ich wusste es. Was ist das? Wow, nettes Holster, Dad. Ist das ein Einschussloch? Keine Ahnung, irgendein Harz oder sowas? Seltsam. Das 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Piratenmünze. Sieht aus wie Averys Siegel. Halt, ist das Averys Siegel? Eine spanische Dublone. Aber von wo? Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Hallo. Nach Averys Schatz gesucht? Niemals. Ist das Dad? Sic Pavis Magna. Großes aus kleinem Ursprung. Was ist das? Was zur Hölle? Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze.
Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sack von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War es eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ja, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Thank you.
Thank you.